Herzlich willkommen, liebe Siedlerfreunde da draußen. Herzlich willkommen. Wir sind ein weiteres Mal in einer schönen Mission. Was? Wie? Was? Schön. Also, wir sind hier im Winter. Wir haben 20 Minuten Genau. bislang überlebt und jetzt gucken wir, ob wir unsere Turmfront aufgestellt kriegen, ordentlich Steine zusammenbekommen und dann einfach Kanonentürme rausprügeln, bis zum Gehtnichtmehr. Also, Genau. Zuerst wollen mal wir. Ballistentürme, weil Schwefel einfach nicht zu kriegen ist. Also wenn du Ja, Blutschwefel hast. über Handel halt, ne? Ja. Und ich werde halt, Handel ich wäre werde bei dir schön. eine Alchemistenhütte bauen, die ich natürlich komplett versorge, ist klar. Ich weiß nur nicht, wo ich die Natürlich. am besten hinbaue. Wahrscheinlich geschickterweise hier hin, so hinter deine Kaserne, oder? Oder zwischen Kaserne und Kapelle könnte ich die Du setzen. kannst es ein bisschen zwischen die Kaserne und zwischen die Kapelle und dem Ballisterturm da setzen, hier in dem Ja, Bereich. Da ist schon okay. ein Platz für ein Lager und sowas. Okay, dann baue ich da ein Lager hin. Denn ich Okidoki. kann aktuell sowieso keine Echo. Ich muss meinen ganzen Ich Bevölkerungsplatz auf mache auch leibig nur eine schützen. Mini-Echo für halt so ein bisschen Schwefel und dann baue ich halt einen Marktplatz daraus. Okay, bist du soweit? Ich bin so ähnlich sowas wie soweit. Wir haben ja unser Okay. Spiel schon angelegt. Das heißt, wir können zurückkommen, falls was schief geht. Ja. Bing. Also, es Feinde wird haben sowieso einen was schief Verbündeten gehen. Kann attackiert. ich hier flexmäßig wieder drehen, ne? So, wieder Natürlich. Oh, geflext du wagst gedreht. es. Ja, natürlich. Natürlich wage ich es. Okay, das muss ich setzen Na hier. gut. Dann muss ich noch ein Wohnhaus hier Jetzt was reinknallen. setzt mich in Wohnhaus zwischen? Ich brauche ein Und dann baue Gebäude, ich das einen erlaubt ist, zu Bauernhof. tanken. Bauernhof, So. wofür mir Holz fehlt, nach wie vor. Sofort. Okay. So, hier Okay, die unten. Banditen rennen übrigens in meine Turmfront oben rein. Das Ah, ist sehr das ist nett. doch wunderbar. Natürlich. Dann leih So, ich mir dann das ziehe ich mal. Erik und Zahlt Mary er. ziehe ich zurück. Dann hol dir das Dorfzentrum. Ich Kein nehme mal einen Leibi, Problem. um auf diese Hütte da drauf zu prügeln. Kann sie ein Noch einen bisschen zweiten amüsieren. Steinmetz bauen. Alles tun, was man So. kann, um irgendwie Echo zu bekommen. Ja, Da alles sagt mir, was er irgendwie ankommt. Ich muss zusammenkriegen. meine Truppen so lange frisch halten. Was? Truppen, haltet euch frisch. Okay. Aber nettes Banditen durch meine. Ja, Die die rennen versuchen da sich mit einfach der durch. Hauptarmee. Wo? Oh! Ah, okay. Die Oh waren. nein! Ah. Da Oh! kommen ein paar. Hey, Pilgrim kann wieder eine Bombe legen. Das ist wieso schön. wollen die hier zu meinen Leibis Ah. wieder? Okay, also bei mir scheint der nächste Angriff einzufallen. Ihr habt eine neue Das finde ich Technologie natürlich erforschen eher lassen. ungünstig. Sicher. So, renn mal hier durch. Vielleicht Pilgrim, können wir lauf! sie. Ich weiß noch nicht, wo wir Wie sind sie deine Schwerter nicht Gruppe 1? idealerweise Nichts hinkriegen. lieber Eine Gruppe haben sie als sich aufgelöst, nehme ich das. an. Nicht wahr? Ja. Das ist nicht so ganz so toll hier, muss ich sagen. Es geht schon wieder gut los, beziehungsweise Ari, nicht. Banditen, Pilgrim, So, Pilgrim Kanone. Fertig. Ihr geht hier hoch. Kämpft Vielleicht die könnt Feinde ihr hier schön brav. was. Hey, was macht ihr bei meinem Ah, Steinmetz? sie ziehen Einen sich erstmal Augenblick, zurück. finden wir Oh, das ist ja Feinde. gut. Oh, das gefällt mir Sofort. natürlich. Ja, Milord. Nee, Erik, Wie zieh ihr dich erstmal wollt. Ja, zurück, bitte. natürlich. Natürlich. Okay. Erik und Mary müssen jetzt hier Aber vorne gern. hin, bitte. Da wollen Natürlich. die also hin. Die wollen zu meinen verdammten Steinmetzen rüber. Was wollen die da? Warum? Jupp. Zum Wenn's denn Steinmetzen. sein Was gar nicht muss. mal so schlecht, ich kann dagegen reparieren. Und Ja. die haben mir einen scheiß Ballisterturm hier in meine Stadt gesetzt, schon wieder. Frechheit. Dario, vertreibt die Horde. Pilgrim, Bombe und führe sie im Kreis. Die Ballistentürme arbeiten. So soll es So, sein. also sie laufen, bei mir laufen hier die Truppen, die hier angreifen wollen, noch so ein bisschen panisch im Kreis und wissen noch nicht so ganz so, was sie machen sollen. Das Einer finde ich eurer ganz okay. Verbündeten steckt in Wissen noch Schwierigkeiten. nicht, wo sie hingehen Feinde greifen sollen. ihn an. Wow, die Hütte nimmt richtig viel Schaden, die geht richtig drauf. Okay, vielleicht. Ich glaube, die Hütte tut aber nichts, das spawnt keiner draus, oder? Wo ist darüber? Wieso war darüber Das ist hinten? egal. Arbeiter Das darf nicht bezahlen ihre passieren. Steuern. So, muss hier was repariert Aber werden? Ja, das gern. Dorfzentrum kann repariert werden. Ah Ihr ja, wollt jetzt es kommen sie Pilgrim, hier. nicht stehen bleiben. Du musst am Leben bleiben. Das Selbstverständlich. hängt sehr viel ab. Das Wenn die Gebäude meine ist Steinmetze in vernichten wollen, Aussicht. ist in Ordnung, aber ich muss den Winter Feinde greifen überstehen. eure Häuser an. Ein Händler Ja, winkt. okay, Arbeiter der kommen Marktplatz angestürmt. ist fertig. Das Alle ist Bauernhöfe sind gut. belegt. So, Einige Siedler haben oh, genug jetzt zu kommen sie wieder. essen. Jetzt kommen sie Ein wieder hier Alchemist anmarschiert. So, beginnt Hallöchen, sein Luflo. Arbeiten. Jetzt habe ich gerade Ups, Leute dann kommt hier wieder schön direkt abgezogen. dieses Chaos. Es gibt zu Ja, wenig Betten hallo hier. Luflo. Aber Ja, hallo gern. Luflo. Ist ja schön, dass du da bist. Amüsier dich Wie ihr gut. wollt. Ich hoffe, du hast viel Spaß. Oh Alter. nein, 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 nein. Eure Bombarden könnt ihr euch Fertig, irgendwo weiter. hinschieben, meine Freunde, aber nicht in meine Stadt. Selbstverständlich. Das gibt's nicht. Ja. Erik ist so schnell tot. Pilgrim, nein! Ari, du bist der einzige Held, der noch steht. Last Woman Standing. Bauernhöfe sind Leute, zieht euch Last zurück. Woman Einige Siedler Standing. haben genug zu Okay. essen. So, Leibeigner, Feinde hier haben einen reparieren Weg bitte. attackiert. Okay, Mary ist schon wieder tot. Das ist nicht freundlich von ihr. Warum macht sie sowas? Ah, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ah, das Lustige ist, meine Oh, Alchemisten werden es jetzt kommt die wahrscheinlich Scharnis da oben gegen mich. Aber es im ist gut, dass sie mich Leben nicht abgewehrt. schaffen, hier durchzukommen. So, ich brauche jetzt erstmal eine ganze Menge Holz, damit ich mir ordentlich Schwefel ertauschen kann. Ach, Wenn's sie sind denn wieder sein abgehauen. Och, muss. ja, das ist ja.
Ah, ich verstehe. Sehr freundlich. Ich verstehe. Hier oben kommt jetzt der nächste wütende Mob. Okay, da oben. Du bist gerade mal Gruppe 3. Kannst du David zurückholen oder wirst du dabei sterben bei dem Versuch? Da oben wird das nichts. Oh doch, sie ziehen sie wieder zurück. Okay, vielleicht Gut. Schwerter, ich brauche euch da drüben. Können wir es hier oben noch ein bisschen heilen. Ari, das kannst du vergessen. Komm zurück. Leibis, wir müssen dagegen reparieren. meine Alchemisten und Händler werden leider gerade ein bisschen attackiert. Lieber als das. Leider gerade ein bisschen. Jetzt brechen sie leider in meine durch meine Turmfront durch. Oh, verdammt. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Okay, warte, ich glaube, ich komme mal da runter. Ich gucke mal, ob ich sie ein bisschen... Unser Scheiß, du hast meine Steingrube fast zerlegt. Boah, die kommen halt auch echt aus allen Richtungen hier, ne? Stimmt, diese Bombarden, ey. Leibis, repariert die Türme. Türme, schießt die Stützen weg. Mit allem anderen kann ich umgehen. Wo ist Ari noch? Hufdruck hier. Baut aus! So, baut doch aus! Ein Verbündeter ist in große So, hier Gefahr. Wird wieder Randale gemacht. Okay, Mary und Eric, boah, ja, der Ballisterturm, der fällt leider auch. Ist in großer Gefahr. Okay, ich muss mal dagegen an. Mary und Eric sind unterwegs. Ich weiß aber nicht, wie schnell sie es schaffen. Steine, ich brauche Steine. Steine? Moment, ich kann. Ich setze hier meinen Kanonenturm noch da irgendwo rein, um hier noch oder so ein bisschen Verteidigung irgendwie hier raufzuziehen. Ah, jetzt geht's hier wieder los. Jetzt geht's hier auch wieder los. Gott, ey. Aber wir stehen noch. Hat mich zu meiner Turmfront hier oben gekostet, die ich eigentlich ganz dringend gebraucht hätte, aber die ist jetzt, die musste sich opfern. Fürs große Ganze. So, ich muss jetzt hier... Ich muss an deren Spawner irgendwie rankommen, aber das ist nicht so ganz drinne. Ja. Okay, der Ballisterturm. Kann der Ballisterturm bitte auf Nein, nicht noch einen Turm. Pumpen schießen, wo es nötig ist? Halt den Turm, halte den Turm. Ah, mal sehen. Also hier kommen schon die ersten Tier 3 Truppen übrigens an. Ja. Alter, könnt ihr mal aufhören, meine Leibeigenen zu töten? Hey, ihr da, Pfoten weg von meinem Turm. Ihr da, macht das weg. Leibis, repariert den Turm. Ah, das schaffen sie nicht, Mist. Mist, schaffen sie leider nicht. Okay. Der Regen kommt. Ja, der ist natürlich richtig gut, der Regen. Das hilft mir natürlich ungemein hier, so ein bisschen Regen. Na, Halleluja. Ja, jetzt gibt mir gleich die Hände wieder frei, im besten Fall. Ja, schön. Dann kann ich vielleicht bei dir vorbeischauen. Vielleicht. So, ich hole mir erstmal 5000 Schwefel, weil ich kann es ja. Mach mal. Wofür? Wo kriegt das Zeug her? Vom Marktplatz. Mit Holz. Ah. Erstmal mit Holz. So, und jetzt mal gucken. Jetzt müssen wir hier hinten schauen. Was? Marie ist tot. Nein. Oh, wieso sind die... Nein. Oh, verdammt. Ja, Mary und Eric sind leider... Oh, die sind hier natürlich sehr hilfreich. Das gefällt mir. Okay. Dann haltet euch mal gut. Was macht ihr denn? Lasst euch doch nicht ärgern von denen. Oh, okay, mein Kanonenturm scheint dir zugefallen. Der Regen ist hier. Oh, Sommer kommt. Oh Gott, sieh dir meine Stadt an. Ja. Oh ja, die sieht gut aus. Gott, oh Gott. Haltet okay. Stand, Männer. Leibis. Nein. Scheiß auf alles. Hoch zum Steinbruch. Leibeigner. Ari, du musst da allen am Leben bleiben. Lass meinen Leibeigenen in Ruhe, du blöder Typ. Sofort nichts lieber als das. Sperrträger. Ich bin verzweifelt genug. Ja. Für Sperrträger, okay. So, interessanterweise, mein Wohnhaus tankt jetzt erstmal hier ein bisschen was weg, das ist gut. So, jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass hier ordentlich... Ah, ich brauche hier noch ein Wohnhaus. Aber gern. Okay, ich brauche hier noch ein Wohnhaus, die sind noch nicht alle versorgt. Hast du Geld übrig? Ja, habe ich. Nicht viel, aber ein bisschen. Fertig, ich kann dir 600 Meister. Geben. Kann ich gebrauchen, danke. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Lass meinen Arbeiter in Ruhe. Meine Güte. Ari, kannst du Pilgrim da oben wiederholen? Ich brauch den. Okay, der Leibi muss sich erstmal hier ein bisschen zurückziehen. Oh, Alter, ey. Dass die auch immer meine Leibeigenen zuerst raussnipen müssen. Rettet Turm. Fertig.
Es gibt zu. Bleib ich, da hinten ist ein scheiß Kolossator. Mach den weg. Schlag den mit euren bloßen Händen zusammen. Ja! Leibeigener? Sie wollen meinen Leibeigenen immer. Warum wollt ihr unbedingt meinen Leibeigenen töten? Pilgrim steht da und kriege ich jetzt auch zurück. Okay, ich lebe noch. Okay, also wenn du magst, kannst du Mary und Eric dann. Ah, okay, du bist sowieso schon auf dem Weg dahin. Okay, danke, schön. Sehr gut, sehr gut. So, ich muss wieder Steine hacken gehen hier irgendwo. Oh, es gibt nicht mehr viele Steine, ne? Medaille und Pilgrim stehen wieder. Okay, jetzt gleich da weg. Zeit zur anderen Front rüber zu gehen. Kommt ein Schmied schon wieder. Okay. Winter ist überlebt. Okay, so. Ja, das heißt, bald kommen die Tier-3-Truppen hier an. Ja, und ich muss jetzt ganz schnell sicherstellen, dass ich an viel neuen Kram rankomme. Die töten alle meine Leibeigenen ständig. Meine Güte. So, jetzt kommen hier wieder die nächsten anmarschiert. Okay, die kriegen aber ordentlich auf den Sack. Das ist gut. Also die Festung oben... Oh Gott, was da schon wieder ankommt. Ich komme deinen Helden gerade nicht ran. Ja, ist okay. Dann ist das halt so. Dann kann Arin dich vielleicht wiederholen. Ich stelle ja auch gleich den ersten Kanonenturm bei dir auf. Dann, also meinen Ballisterturm, den kann ich gleich ausbauen. Ich stecke lieber dich selbst gerade erstmal. Ich glaube, ich überlebe das. Das ist okay. Bei mir, na gut, was heißt das ist okay? Das wird sich alles schnell wieder ändern. Ja, klar geht ihr auf meinen Leibeigenen. Ihr habt ja sonst keine Sorgen, ne? Ist gut. Obwohl, eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, weil meine Leibeigenen nicht kämpfen können. Von daher ist das gar nicht so schlecht, wenn die einfach da drauf ballern. Okay, Ari, Tarnkappenmodus aktivieren. Hol die beiden Helden zurück. Wenn du darfst. Wenn du darfst. Wenn sie dich lassen. Wenn du nicht direkt gemordet wirst, für die Frechheit einen Versuch unternommen zu haben, die Welt zu verbessern. Ja. Okay, das stimmt. Wir können ja den gleichen Weg raus außen rum gehen. Dario, geh da weg. Pilgrim, geh da weg. Oh, Pilgrim, da ist ja auch noch ein Ballisterturm da unten. Das wusste ich gar nicht. Das ist sehr süß. Wir haben die frisch wieder aufgebaut. Ja, das ist ja sehr lustig. Vor allem, wie deine Leibeigenen draufkloppen und deren Leibeigenen gegenreparieren. Das beschäftigt deren Leibeigenen. So kommen die nicht auf die Idee, woanders was aufzubauen. Die bauen sowieso nichts anderes auf. Die sind ja jetzt festgehangen auf der Insel. Die hängen auf der Insel fest, zum Glück. Okay, also mein Wohnhaus... Okay, jetzt geht's rund. Wird oh, verdammt, meine Helden sind nicht. Deinen Helden habe ich aber zurückgeholt. Die solltest du vielleicht mal retten. Okay. Oh! Ja, du sagst ja was. Da sagst du was. Lauf, Mary! Und Mary. Oh, Mary lebt noch. Mary lebt immer noch. Warte mal durch meine Turmfront durch. Vielleicht kann ich. Ach, du heiliger Strohsack. So, wie sieht's aus mit Schwefel? Oh ja, ich habe bereits 200 veredelt. Okay, das ist gut. Ihr benötigt mehr Leben. So. Ich weiß, ich arbeite dran. In Ordnung. Wie dieser eine Trupp schwere Reiter, der ist ja echt hartnäckig. So, wie sieht's aus hier? Gleich geht's richtig rund. Euer Dorf wird angegriffen. Ah, nee, sie haben sich tatsächlich hier nach wie vor noch an dem Ballisterturm. Das reicht denen noch. Okay. Gottes Willen, ey. Oh Gott, schwere Scharfschützen, das ist nicht gut. Also, wenn du Steine hast, dann könnten wir Kanonentürme gleich prügeln. Ja, mein Handel ist bei 70%. Ich muss meine Wenigkeit abwehren. Okay, jojo. Pilgrim, lauf. Schwere Scharfschützen sind gar nicht mal so schlecht eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Die treffen mich nicht, wenn ich laufe. Ja, das stimmt. Immer im Kreis laufen. Immer schreien im Kreis laufen. Schieß auf die Schützen. Türme, schießt auf die Schützen. Dario ist, Dario tankt natürlich auch ganz gut erstmal die weg, aber da sind auch die gleichen Reiter. Pilgrim stirbt gleich. Ja, ich weiß, ich renne gerade im Kreis. Oh Gott. Türme, schießt auf die Schützen. Ich glaube, ich sollte lieber mich um deine Siedlung mitkümmern. Jederzeit. Weil bei mir oben ist irgendwie gerade echt nichts los. Zum Glück. Ich möchte es nicht darauf beschwören. Lauf. Die gleichen Reiter haben ihn gekriegt, verdammt. Vielleicht drei Damen gegen. Nee, ist der Ballisterturm. Und gegen reparieren. Nicht vergessen, gegen reparieren. Alle müssen reparieren. Wohl wahr. Beinahe ausgeblendet. Ah, 85%. Okay, jetzt kommt bei mir oben hier der richtige randale Zug rein. Pilgrim, lauf. Heb Ari wieder auf. Solange nur ein Held steht, ist alles in Ordnung. Hast du Steine? Nein. Alle Bauern ich habe. Schande was. Einige Siedler mich gar nichts. Nichts zu essen. Ja, okay, das ist ungünstig. So soll es sein.
Das ist überaus ungünstig. Wie stark wirst du bestürmt? So soll es sein. Es geht noch, aber ich bräuchte halt Steine, damit ich halt die Türme rausbauen kann. Ne? Ja, ich versuche gerade so fleißig verzweifelt zu hacken, wie es geht. Ja, okidoki. Ich schau mal. Ich muss auch noch mal irgendwo hier Steine auftreiben. Vielleicht finde ich irgendwo noch welche. Da sind noch welche. Ah, da kommen natürlich gerade Leute an. Ja, klar. Nein, Pilgrim, heb Ari wieder auf. Belagerungskanonen! Oh nein, das Wohnhaus ist kaputt. Alle Bauernhöfe sind belegt. Ach du heilige Scheiße. Die Kanonen los. Okay, die Helden stehen wir alle. Okay, ja, also mit schweren Scharfschützen und hier den Kanonentürmen ist das natürlich alles sehr gut. Mehr Leibeigene. Oh, der Handel ist fertig. Ach, du hast Steine? Dann nimm doch Schwefel. Das heißt, du kannst jetzt hoffen, dass du Kanonentürme bauen. Ja, das könnte ich. Das heißt, du brauchst Steine. Das ja, heißt, das ist korrekt. Dir mal welche. Das ist sehr, sehr freundlich. So, habe ich hier genügend. Die Feinde in diese Richtung. Okay. Ja, oben die Eisengrube, die könnt ihr eigentlich, die könnt ihr meinetwegen haben. So, ich muss halt hier die ganzen Fernkämpfer eigentlich möglichst. Spreng dir einen Scharfschütz in die Luft. Okay, das geht gerade. Das geht gerade noch halbwegs hier. Okay, ist alles noch okay. So, Mary hat ein bisschen was gelöscht. Ich hoffe, es hat geholfen. Ja, das hat definitiv geholfen, glaube ich. Pilgrim, nicht stehen bleiben gegen die. Türme, schießt auf den Abschirm da hinten. Oh, dein Wohnhaus, das könnte noch ein bisschen repariert werden. Ja, dann. Wir kriegen auch seine Reparatur ab. Okay, so, ich kann hier hinten gleich, ich muss hier hinten den nächsten Turm ausbauen erstmal. So, folgt mir mal tiefer in meine Türme. Wo ist Pilgrim schon? Ach, da hinten ist Pilgrim tot. Ari, heb ihn wieder auf. Natürlich greift ihr wieder meine Arbeiter an. Ihr habt ja sonst nichts zu tun. So. Ich kann es nicht glauben, dass ich noch am Leben bin hier. Ich kann es auch nicht ganz glauben, dass wir hier noch leben. Aber es ist. Ich meine, ich habe ein paar Kanonentürme jetzt hier. Ich muss halt meine Leibeigenen hier zurückhalten. Die sollen nicht sterben bei der ganzen Aktion. Ich sehe, du baust wirklich ein Bollwerk da oben zusammen. Wir hoffen, dass es durch alles durchhält. Ja. So, ich muss mir jetzt Steine ertauschen, glaube ich. Ja, ich glaube, wir müssen relativ schnell deutlich mehr Steine kommen. Oh, verdammt. Das sind meine Schützen, das sind meine leibischen Frieden, die einfach nur am Hocken kein sind. Kein wirklich toller Kurs für Steine. Ich glaube, ich kriege einen besseren Kurs für Holz. Nee. Hä, wieso sind die Handelskurse so schäbig? Wieso ist Mary jetzt tot? Och, Mary. Weil man die Helden nicht eine Sekunde aus den Augen lassen darf, bevor sie sich selbst umbringen in ihrem Irrsinn. Ja. Ach Mary, was machst du denn? Ach nur, da sind schon mal Leibeigene unterwegs zu mir. Sofort. Okay, also hier ist erstaunlicherweise immer noch alles halbwegs okay. So, hier muss ich natürlich den Kanonenturm reparieren. Okay, also hier oben meine Kanonentürme machen erstmal einen Bombenjob. Insbesondere mein Wohnhaus tankt da gut was weg. Mary sollte bitte sich hier ein bisschen zurückhalten. Okay, hast gut. Hast du 100 Schwefel, damit ich Metallurgie-Legion forschen ach, klar, kann? Ja, klar gebe ich dir was. Ich gebe dir mal 500. Das hilft für... Ich habe zwar jetzt erstmal relativ viel Schwefel gerade rausgehauen, für Steine, also in Handel. Ich habe noch 1200 über, das reicht aber erstmal. Ja, ich gebe erstmal mein ganzes Geld in Leibeigene aus. Ich kann auch noch 210 Schwefel veredeln, das heißt, meine Alchemisten können auch noch ein bisschen was tun. So. Brauche halt nach wie vor weitere Steine. Alter, meine Güte, ey. Kommt ihr hier irgendwie. Kann mein Kanonenturm da hinten irgendwie ranschießen? Nee, ne? So, die Frage ist: Soll ich jetzt lieber. Ich lasse Mary und Eric hier unten, weil ich glaube, hier oben. Wenn ich mit denen hier versuche reinzurennen in meine Siedlung, dann ziehe ich alle Truppen. Ja, die machen das auch gerade ganz gut. Ja. Im Moment sind die sich nicht so sicher, wo sie angreifen sollen. Von daher sollte ich das eigentlich ausnutzen. Dass die ja so passiv rumstehen. So. Und wenn hier mal so ein Trupp reinläuft. Ja, also wäre auch noch schlimmer, wenn nicht. Handel zu machen. Ja, also wenn Handel nicht erlaubt wäre, dann wäre es halt noch schlimmer, ne? Dann wäre es wirklich. Okay, jetzt kommt ein Schwall. Jetzt oder nie. Jetzt kommt's drauf an. Oh, Dacken Pilgrim, ist da was? Nein. Okay. Dann ist es ja recht easy. Naja. Ja, dann ist ja recht easy, wenn man erstmal so weit kommt. Ich nehme dich einfach beim Wort, Phoenix. Meine Minenarbeiter gehen. Ausbau fertig.
Ihr müsst mehr hast du zufällig noch 150 Steine? Ja, gib mir einen Moment, um ein Lehm hacken zu gehen und ich checke dir mal ganz kurz. Nicht Shift. So, hier, nimm 500. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Mein Kanonenturm. Ihr müsst meinen Kanonenturm reparieren, bitte. Ganz schnell. Dankeschön. So, ich brauche mehr Leibis. Ich schmeiße alle meine Talas in Leibis. Ja, Leibis sind einfach der Weg, wie wir gerade mit Ressourcen kommen müssen. Gott. So, versuch diesen Kanonenturm zu reparieren. Ach, du heiliger Strohsack. So, okay, aber das geht gerade. Ich muss das Wohnhaus, glaube ich, einfach mal ausbauen irgendwann, damit das noch ein bisschen mehr tanken kann. Es tankt gerade schon ganz gut. Okay, dieser riesen Ansturm, der ja gerade kam, ist gestorben. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Leibis, wir brauchen noch ein Wohnhaus vor den Türmen hier. Es muss nur dieser Turm hier... Dieser Turm muss unbedingt... Ah, ist umgekippt, weil ich sie habe sterben lassen. Okay, kriegen wir hier noch einen weiteren Turm irgendwo reingekloppt. Ja, hier kriegen wir auf jeden Fall noch ein Türmchen hin. Da, wir laufen, Pilgrim, lauf! Halt! Im Maschinenkreis. Ja, ja. Leibeigner, halt dich zurück. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Euer Dorf. Pilgrim liegt, okay. Das ist ein bisschen schwieriger. Wir gehen Holz hacken. Ja. Ein Dorf steht unter Beschuss. Speere, schmeißt euch rein. Okay, alle meine... Okay, Dario lebt noch, gut. Einen Helden habe ich entsprechend noch. Ari steht auch wieder, sehr gut. Die nächste Welle kommt schon wieder. Und Erik ist schon wieder fast tot. Spidari, Yuki und die Türme sind von Nahkampf safe. Weißt du, das ist nicht unwahr? Ich habe eigentlich einen Pilger mal benutzt, aber Yuki wäre auch gar nicht mal schlecht für die zusätzliche Vertreibung. Ja. Kerberos würde ich auch nicht schlecht machen. Aber Yuki kann zumindest noch ein bisschen Schaden machen. So, Nun, jedenfalls ist das jetzt gerade, wie wir hier sitzen. Entsprechend arbeiten wir uns auf die Art und Weise noch jetzt durch. Aber gern. Das Problem ist mir die Steinhaufen. Ich brauche keine Steinhaufen, ich habe zwei Steinminen, die ich die ganze Zeit am Hacken bin. So, könnte mein Kanonenturm bitte auf die Fernkämpfer schießen, die mich hier ärgern wollen? Das wäre sehr freundlich. Ja, die Schützen möchte man im Zweifelsfall sich zurückziehen lassen, das stimme ich zu. Aber die scheinen gerade nicht so viel davon zu halten, sich zurückzuziehen. Nö. Ey, lass meinen Leibeigenen in Ruhe. Mann, ey, dass die mal meinen Leibeigenen töten müssen. Ich weiß nicht, die haben es einfach irgendwie. Aber gut, eigentlich ist es mir lieber so als die anderen. Ich finde gut, dass die anderen zumindest hier oben relativ entspannt rumstehen. Die tun nicht so viel. Ah, deine Leibigkeiten sich jetzt auch gerade nochmal irgendwo da durch. Weiß nicht, wo die gerade hinwollen. Ja, ich muss mal meine Hände wieder aufheben. So. Achso. Genau, also Erik und Mary habe ich noch da. Yuki wäre keine schlechte Alternative zu Pilgrim. Pilgrim hilft aber dabei, die Schützen ein bisschen auszudünnen. Ja, Pilgrim macht auch echt gerade einen guten Job, ne? Nur ja, wenn er gerade nicht tot ist. Wenn er nicht gerade tot ist, das stimmt. Oh, die Schmiede. Die Schmiede. Ja, die haben natürlich sich ein tolles Lagerfeuer ausgesucht. So, jetzt kommen die Armbrustschützen, aber die werden gegen meine Balliste, Kanontürme nicht viel machen, hoffentlich. Gut. Ich brauche erstmal eine Uni. Oder zwei. Ja. Was könnte ich denn schönes erforschen? Okay, ich glaube, ich habe genug Türme für den Moment tatsächlich. Ich glaube, ich erforsche mal Fernglas. Das heißt, ich will vielleicht die zweite Kapelle gleich hochziehen oder sowas. Ja. Könnt ihr mal wieder meinen Leibeigenen nicht die ganze Zeit abschießen? Oder jetzt auch meine Steinmetze versorgen, damit die arbeiten. Oh Gott, das ey. Da aus Nähe. Warum wollen die immer meine Leibeigenen töten? Na gut, das ist, macht ihr ruhig. Ja, wir brauchen durchaus mehr Marktplätze. Aber... Ich glaube, das daran arbeiten, das sollte ich jetzt aber auch vielleicht ein bisschen was tun. Das stimmt, ich könnte ja eigentlich schon mal einen weiteren Markt hier reinknallen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Ja, ich habe jetzt erst die nötige Luft, um Richtung Marktplätze zu gehen. Nö. Hab ich Handelswesen eigentlich schon gefunden? Werde ich gleich sehen. Ich baue hier nochmal einen Markt mit rein. Es hat natürlich wieder Steine gekostet. Ich mache alles nur über Marktplätze jetzt. Ich kann hier sonst nicht viel machen. So, wie sieht's aus hier? Das ist okay. Dann geht mal bitte weiter reparieren. Ich überlege auch, ob ich meinen Marktplatz hier drüben bauen möchte, aber ich muss jetzt mit diesem Turm da hinten tot kriegen. Wo? Andererseits musste ich nicht unbedingt hier. Ach so, ja, genau. Getan, was ihr wollt. Ja, genau. Oder wir... Ach, da ist sogar auch eine Schmiede auf der Insel von denen. Ach, das ist ja süß. Ja, oder wir bauen hier eine Kaserne. Wir bauen hier eine Kaserne hin und dann passt das auch. Dann kann man deinen Turm damit den Turm damit platten. Wobei, der stört ja nicht. Alles, was gerade nicht stört... Aber der Schütze kommt übrigens jetzt entgegen.
Oh nein. Und die werden garantiert auf Reichweite spielen. Das heißt, die werden hier die Türme plätten, bevor irgendwas an... Ach Gott, hin. Erik, kannst du mal bitte... Könnt ihr mal bitte stehen bleiben hier? Obwohl, nee, kommt rein da. Rein da. Erik, rein da. Wie ihr wollt. Wir müssen versuchen, da... Ich gehe tief in meine Türme rein, im besten Fall. Repariert das mal bitte, repariert das mal bitte. So, ein Trupp Aberlästen wurde ausgelöscht. Ein Trupp Aberlästen ist weg. Sehr gut. Hack hier hinten Steine. Okay, wir müssen jetzt... Wir, das kriegen sie hin. ...mehr Märkte aufgestellt bekommen. Wir brauchen mehr Steine, ja. Da ist noch ein Baum, der muss weg. Okay, das ist in Ordnung noch. Hier oben passt das erstmal so. Also, Marktplätze. Der Handel ist durch. Das heißt, ich habe jetzt... Nee, was? Achso, doch. Ah, ich habe ja erstmal den Holzrückhandel gemacht. Ach, du heiliger Schrotter. Nein! Oh, wieso sind die denn schon wieder da plötzlich? Oh, man lässt sie 5 Sekunden aus den Augen und dann sind sie wieder irgendwo am Arsch der Welt. Ari kann gleich Tarnkappenmodus gehen und versuchen, sie wieder zu holen. Ja, danke. Das ist nur, weil da schon wieder so ein... es ist alles nicht so glücklich, ey. Ihr mit eurem verdammten Turm da unten. Wie viele Türme wollt ihr mir noch da unten hinsetzen? Wieso, wo bauen sie jetzt schon wieder einen Turm? Ja, die bauen hier unten in meine Stadt Türme. Ach du, frech. Ja, schön. So, wie sieht das hier aus? Also, okay, also bei mir ist es tatsächlich gerade ruhig. Wir müssen uns echt nur auf deine Verteilung konzentrieren gerade. Für den Anfang, ja. Danke. Wie viel Schwefel hast du eigentlich aktuell? 1500. Ich kann dir was schicken, wenn du willst. Wenn du Handel brauchst, kann ich gleich ein paar Kanonentürme draus machen. Ari steht, ne, dein Held stehen, okay. Ja, ich kann dir gerne gleich was geben. Ich kann mit 600 Schwefel, 600 Schwefel wird ein guter Anfang sein erstmal. Kann ja auch 800 Schwefel. Und dann können wir gleich Stein und Schwefel miteinander verhandeln, würde ich schätzen. Ich gebe dir schon mal 800, dann machst du 4, das ist eine gute Sache. Am besten ja in der zweiten Reihe, ne. Dann habe ich auch noch ein bisschen Schwefel über, falls ich noch was bauen muss. Forschung ist erstmal egal. So. Hier bauen wir. Mach eine und kill die Leute mit dem Turm, ja. Sollten wir wahrscheinlich machen. Was? Ich habe ja ein paar Trupps hier. Ich hab ja Truppen hier. Das geht ja, ich kann mich kurz um den Turm hinten kümmern. Ui. Kanonenturm. Kanonenturm. Kanonen. Oh. Ne, nicht den in erster Front vielleicht, oder? Nicht, weil das der stirbt. Okay, vor allem kommen jetzt gerade schon wieder die Leute an hier. Natürlich. Da kommt jetzt gerade der Schwung schon wieder. Pilgrim läuft in den Tod gerade. Nein, ich habe ihn losgeschickt, eine Bombe reinzusetzen. Okay. Ein bisschen Ablenkung zu schaffen. Wo ist Dario? Pilgrim zieht die Feinde. Erik und Mary laufen auch mal hier ein bisschen rum und kiten mal. Okay, und der nächste Turm. Kanonentürme schießt auf die Fernkämpfer. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, das sieht jetzt erstmal gerade ganz gut aus. Lass ihn am Leben. Dario vertreibt den Abschaum. So, jetzt hole ich mir ordentlich Steine. Kommt zurück. Pilgrim, du lebst noch. Der Steinhandel ist zumindest nicht verbuggt, das ist ja schon mal was. So, ich will... Die haben einfach vier, die haben mir 4 Ballistertürme da unten hingepflanzt. Das ist frech. Das ist sehr frech. Das ist das Maß aller Frechheit. Oh nein, Dario ist in den Tod gerannt. Ari, schick mal deine Leute los. Oh, Mary, Mama. Mary kann auch nicht ihre Fähigkeit wieder lernen. Nee, dann läufst du auch bitte schön zurück. So, wie sieht's denn hier oben aus? Das Wohnhaus muss natürlich wieder repariert werden. Okay, also. Toi, 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 Moment. Ist alles gut hier oben? Ich drück mal Pause. Ja, es ist angebracht, durchaus. Es ist gerade alles gut da oben. Das klingt gut. Ich kann in Ruhe hier meine Festung erstmal halten und mich bei dir in der Siedlung aufbauen. Ich bin fast schon versucht, noch ein weiteres Spielchen anlegen zu wollen. Ja, bin ich auch versucht. Sollen wir das machen? Ich bin versucht genug. 2 Versuchungen reichen aus, um eine Tat auszulösen. Ja, sehr gut, dann tun wir das gleich. Dann erstmal vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr uns unterstützt habt mit Kommentaren, mit Hände vom Kopf schlagen, mit Belagerungskanonen. Ach du heiliger Strohsack. Wir schauen mal, wie wir die beim nächsten Mal platt kriegen. Genau. Tschüss. Wir überleben jedenfalls. Ja. Auch wenn wir uns jetzt durch Safe Scum werden, wenn es sein muss. Das werden wir schon irgendwie kriegen. Bis dann. Ciao, ciao. Cheerio.